Von wo kamen die Schüsse? Da, von da aus dem Gebüsch. Herr Asmi und Fräulein Weib kamen aus der Sauna. Deswegen auch die Kleidung, der Bademann. Wer ist Fräulein Weib? Die Freundin von Herrn Asmi. Wie alt sind Sie, Fräulein Weib? 20. Ledig? Ja. Haben Sie einen Beruf? Ich bin Zuschneiderin. Zuschneiderin? Ja, in einer Blusenfabrik. Üben Sie diesen Beruf aus? Im Moment nicht. Robert wollte es nicht. Wohnen Sie hier im Haus? Ja. Sind Sie verlobt mit Herrn Asmi? Ich meine, wollten Sie heiraten? Ich glaube nicht. Ich bin der Diener hier, der Hausbesorger. Und Frau Stemmer ist die Köchin. Sie wollten gerade essen, als das passierte, nicht wahr? Ja, ich war drüben und Frau Stemmer war hier in der Küche, als die Schüsse fielen. Erzählen Sie mir doch mal was über Frau Weig. Ja, sie ist... Sie ist seine Geliebte. Man muss daraus kein Geheimnis machen. Herr Asmi brachte immer wieder junge Mädchen mit ins Haus. Die wohnten dann eine Weile hier. Und verschwanden dann wieder, wenn ihre Zeit um war. Fräulein Erni ist erst seit 14 Tagen hier. Ihre Zeit war also noch nicht um? Nein, nein, es sah so aus, als würde sie eine Weile bei uns bleiben. Sie haben sich sehr gut verstanden, Herr Asmi und das junge Fräulein. Dann vermute ich die Tatwaffe gefunden. Sehr großartig, wo waren die? Im Gebüsch etwa. 10 Meter vom Toten entfernt. Sonst noch Spuren? Nee, nichts. Zu nass. Keine Stelle, wo der Täter eventuell reingekommen sein könnte. Ja, da ist ein Zaun, Gebüsch davor, Thuja. Es ist schwer durchzukommen, aber möglich ist es. Herr Bracke! Sagen Sie, ist Herr Asmi jemals bedroht worden? Naja, manchmal haben Leute angerufen. Sie haben nicht nur angerufen. Manchmal haben sie auch geklingelt. Erst vor ein paar Tagen. Ein Mann wollte unbedingt herein, aber wir haben nicht geöffnet. Was wollte der Mann? Fräulein Erni sprechen. Benahm sich wie ein Verrückter, schrie und tobte. Das junge Fräulein ging hinaus und rief, mach, dass du wegkommst. Lass dich nicht wieder hier sehen. Verschwinde. Wer war der Mann? Ein Freund natürlich. Ein früherer Freund. Er schlich noch eine ganze Weile da draußen herum. Frau Asmi, seine Mutter, ich habe sie angerufen. Was hat er da an? Ein Bademantel, er kam aus der Sauna. Er war doch sicher nicht allein in der Sauna. Nein, ein junges Mädchen war bei ihm. Bei ihm? Als er erschossen wurde? Ja. Hat sie den Täter nicht gesehen? Ihr Sohn hat ihn vielleicht gesehen. Muss er so liegen bleiben? Im nassen Gras? Nein. Man wird ihn jetzt wegbringen. Fräulein Weig, ist das richtig, dass Sie mal einen Mann, der hier rein wollte, weggejagt haben? Und zwar mit den Worten, ich will dich nicht wiedersehen, verschwinde jetzt hier oder so ähnlich. Wer war der Mann? Ein Freund von mir, mit dem ich vorher zusammen war. Und wie heißt er? Benno Schliers. Hat er Herrn Asmi bedroht? Ja. Und hat er gedroht, dass er ihn umbringen will? Bitte, von Weig, antworten Sie mir. Könnte Benno Schliers auf Herrn Asmi geschossen haben? Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Lassen Sie doch das Mädchen. Sie sehen doch, dass sie völlig erschöpft ist. Fragen Sie sie später. Ja, gut. Einverstanden. Ach ja, von Weig, wo kann ich Sie erreichen? Ich nehme doch an, dass Sie jetzt hier ausziehen werden. Sie wird bei mir wohnen. Packen Sie Ihre Sachen. Ich nehme Sie gleich mit. Warum nehmen Sie das Mädchen bei sich auf? Weil sie mir leid tut.
Sie kennen das Mädchen. Ich sehe sie heute zum ersten Mal. Ich mache Sie darauf aufmerksam, sie könnte das Motiv für den Mord sein. Da bin ich ganz sicher. Haben Sie keinen Koffer? Ich packe die Sachen zusammen. Ja, tun Sie das. Dann werde ich auch mal gehen. Ja, bitte. Sie wollen Ihren Mann sprechen? Moment bitte. Frau Asmi, die junge Frau Asmi, seine geschiedene Frau. Man muss nur lange genug hierbleiben, nicht? Dann erfährt man noch was. Herr Asmi war verheiratet? Geschieden. Seit 3 Jahren. Soll ich Sie sagen? Nein. Geben Sie her. Bitte. Seit 3 Jahren geschieden, ja? Ja. Hat sie ihn verlassen? Nein. Er hat sie rausgeworfen. Ja, in ein paar Minuten will sie hier sein. Wo wohnt denn Frau Asmi? 2. Straße rechts. Das letzte Haus auf der linken Seite. Kommt sie oft her? Seit der Scheidung hat sie das Haus nicht wieder betreten. Manchmal bringt sie das Kind, aber nur bis zur Tür. Sie haben eine Tochter, die jetzt 5 Jahre ist. Im Garten erschossen worden? Wo denn? Man hat den Toten bereits weggebracht. Es war dort, wo der Sonnenschirm steht. Wir haben miteinander telefoniert. Ach, Sie waren das. Sagen Sie, der Mörder... Was ist mit dem Mörder? Von wo aus könnte er geschossen haben? Er könnte von hier aus geschossen haben. Wir haben die Waffe hier gefunden und die ausgeworfenen Patronenhülsen. Sie haben die Waffe gefunden? Ja. Wie kam der in den Garten? Darüber? Ja, warum nicht? Das ist möglicherweise, ja. Er hatte Angst. Immer hatte er Angst, dass ihm etwas passieren würde. Wurde nun hier erschossen, wo er sich besonders sicher fühlte. Nicht das Ende, das er sich gedacht hatte. Aber es passt zu ihm. Das Ende passt zu ihm, sagen Sie. Mhm. Was meinen Sie damit? Er war immer auf der Flucht vor der Realität. Jetzt hat sie ihn erwischt. Damit kann ich nicht viel anfangen. Sie haben doch sicher Ermittlungen angestellt. Hatte er kein Mädchen bei sich? Ja doch, er hatte ein junges Mädchen bei sich. Na, dann wissen Sie ja Bescheid. Er hatte ständig andere Frauen. Sie wohnten eine Weile hier, bis sie seinem Traum nicht mehr entsprachen. Entschuldigen Sie bitte, seinem Traum, was... Er war immer auf der Suche nach der ganz großen Beziehung, nach der einmaligen Begegnung. Eine fixe Idee, eine leichte Form von Wahnsinn. Wo war das Mädchen, als er erschossen wurde? Sie war bei ihm in der Sauna. Sie hat miterlebt, wie er erschossen wurde. Dann war sie ja wohl auch in Lebensgefahr. Ja, ich nehme an, dass sie das war. Sie heißt Ernie Weig. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Nein. Wo ist dieses Mädchen jetzt? Ja, die Mutter ihres geschiedenen Mannes war hier und sie hat sie mitgenommen. Meine Schwiegermutter hat sie mitgenommen? Weshalb? Ich weiß es nicht. Sagen Sie, Frau Asmi, wie ist Ihre Beziehung zu Ihrer Schwiegermutter? Gut. Sehr gut. Schon wegen des Kindes. Sie kennen das Mädchen nicht. Kennen Sie Ihren Freund? Nein. Wer ist das? Benno Schliers. Mann, ich kann's doch gar nicht fassen. Da ballert jemand aus dem Gebüsch und schießt den Mann tot. Sie sind Autoverkäufer? Ja, bin ich. Wir sind zu zweit hier. Der andere ist gerade auf Probefahrt. Darf ich bitten? Er gibt zu, dass er mit Ernie Weig befreundet ist oder sogar mehr als das. Und um 12.30 Uhr war er auf einer Probefahrt. Allein? Ja, natürlich. Wann war er wieder hier? Gegen 1, sagt der Kollege. Wenn er ein bisschen draufdrückt und gut durchkommt, dann könnte er es gerade schaffen. Hin und zurück. Und den Mord natürlich. Wir nehmen ihn mit. Ich kann doch den Platz nicht allein lassen. Da kommt ja Ihr Kollege. Du, stell dir vor, die wollen mich mitnehmen. Bin ich eigentlich festgenommen? Nein, Sie sind nicht festgenommen. Aber so gut wie. Ich bin bald wieder da. Ah, ich werde noch einen Augenblick hier, oder?
Kommen Sie mal mit. Wie heißen Sie? Ich bin der Mörs. Hugo Mörs. Na ja. Sagen Sie, Herr Mörs, kennen Sie Ernie Weick? Ja, die Ernie. Klar, die kenne ich. Die wohnt ja nicht weit. Da runter mit ihrem Bruder. Ach, die hat einen Bruder? Ja. Heinz. Die beiden leben da. Mhm. Ganz allein. Die Eltern sind gestorben. Naja, aber seit 14 Tagen wohnt sie ja nicht mehr zu Hause. Hm? Hab ich gehört. Wissen Sie, wo sie jetzt wohnt? Nicht genau. Irgend so ein Typ hat sie aufgerissen und tolles Haus, Villa oder sowas. Ja, wo finde ich die Wohnung von Ernie Weick? Da runter, Nummer 10a. Ist Ihr Bruder um diese Zeit zu Hause? Weiß ich nicht. Kann sein, kann nicht sein. Er hat keine Arbeit. Ja, Sie haben Ihre Schwester erwartet, nicht? Ja, ich dachte, sie wäre es. Ja, wollte sie denn kommen? Hat sie angerufen? Hat sie angemeldet? Nein. Ja, wieso haben Sie sie denn erwartet? Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Vor 14 Tagen. Ach, als sie ihre Sachen holte? Ja. War sie da allein? Nein, es war jemand bei ihr. Herr Asmi? Ja. Ich bin von der Kriminalpolizei. Herr Asmi ist heute Mittag erschossen worden. Dann kann sie doch zurückkommen. Das wird sie vielleicht doch tun. Ja, wenn er tot ist, da kann sie doch da nicht bleiben. Nein, das kann sie nicht. Hier ist alles in Ordnung. Sie kann sofort wieder einziehen. Wie alt sind Sie? 17. Ich habe gehört, Sie haben keine Arbeit. Ja. Was haben Sie denn gelernt? Gelernt? Ich war in einer Flaschenabfüllerei. In einer Getränkefabrik. Die läuft jetzt automatisch. Ja. Was machen Sie so den ganzen Tag? Alles Mögliche. Ich gehe manchmal da, wo gebaut wird. U-Bahn und so. Da wasche ich den Arbeitern die Autos. Ich hole ihm was zu trinken. Dann kriege ich ein paar Mark oder was zu essen. Oder ich habe Benno geholfen. Da müssen die auch immer Waren gewaschen werden. So was mache ich. Ja, warum sind Sie heute hier? Hat ja geregnet. Ja, natürlich, richtig. Benno war der Freund von Ernie, nicht? Dem jetzt jemand das Mädchen weggenommen hat. Ja. Benno war doch sicher wütend. Ja, das war er. Hat er nicht gesagt, dass er den Mann umbringen wird? Sie wissen doch sicher, dass er hingefahren ist, vor dem Haus gestanden hat, rein wollte. Wissen Sie das? Ja, ich weiß das. Ach, Sie wissen das? Waren Sie vielleicht sogar dabei? Einmal war ich dabei. Ich wollte Sie ja nur sehen. Herr Weick, könnte Benno Schliers Herrn Asmi erschossen haben? Das weiß ich nicht. Haben Sie ihn heute schon gesehen? Nein. Gut, ich möchte, dass Sie heute hier bleiben. Es kann sein, dass ich Sie noch mal brauche. Haben Sie ein Telefon? Ja. Gut. Lassen Sie nur. Hallo? Wer ist denn da bitte? Wer sind Sie? Wer spricht da? Heinz Weick? Das ist der Bruder, der ruft dauernd hier an. Hören Sie, Ihre Schwester wohnt nicht mehr hier. Es hat keinen Sinn, hier anzurufen. Bitte sehr. Ja, die Anne und ich, wir haben ihre Beziehung gehabt. Dazu stehe ich, das leugne ich ja gar nicht. Aber ich habe den Asmi nicht umgebracht. Ich habe ihm den Tod gewünscht, das ist richtig. Ich habe mir gedacht, krepier in deinen Wagen. Fahr gegen die Wand. Ein Reifen möge dir platzen, die Pest soll dich holen. Ernie und ich, wir waren jeden Tag zusammen. Sie wusste ganz genau, was mit mir los war. Jeder wusste es. Die Leute in der Straße wussten es. Wenn ich zum Einkaufen ging, dann sagten die Verkäuferinnen,
Und grüßen Sie das nette Mädchen, das immer bei Ihnen ist. Sie haben mal eine Pistole gehabt. Was habe ich gehabt? Pistole. Sie haben noch in einem Wagen, der bei Ihnen herumstand, im Handschuhfach eine Pistole gefunden. Ja, ja. Das ist wahr. Das hat Hugo gesagt. Hugo hat gesagt, Sie hätten die Pistole zur Polizei gebracht. Bei der Polizei? Ich zur Polizei? Ja, aber stellen Sie sich eigentlich vor, die Fragen, die die mir gestellt hätten, das hätte doch nichts als Zoff gegeben. Wo ist denn die Pistole geblieben? Die Pistole habe ich in den Mülleimer geworfen. Jetzt glauben Sie, Sie haben mich. Das sehe ich Ihnen doch an, dass Sie das denken. Noch denke ich gar nichts. Aber Sie sind auf dem Holzweg. Was machen wir mit Ihnen? Besorgen wir uns einen Haftbefehl? Wo hast du die Pistole, Billy? Hier. Keine verwertbaren Fingerabdrücke. Erinnern Sie sich noch an die Pistole? Was war's für eine? Basti? Ist das die, mit der er erschossen wurde? Darf ich mal? War es wirklich die? Ja, die war's. Die Pistole sehe ich zum ersten Mal, ich kenne die nicht. Sie können jetzt gehen. Ich kann gehen, aber ich bin doch der Hauptverdächtige Nummer eins für Sie. Ja, das sind Sie. Hey, Moment noch. Sie dürfen die Stadt nicht verlassen, ist das klar? Wir müssen Sie jederzeit erreichen können. Schon gut. Also, dann. Der nützt uns mehr, wenn er draußen ist. Na, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon erwartet. Bitte, kommen Sie herein. Haben Ihre Ermittlungen schon irgendetwas ergeben? Nichts Konkretes. Ja, das kann ich mir ja denken, die vielen Gäste in seinem Haus, nicht? Und alle möglichen Verbindungen zwischen allen möglichen Leuten. Aber wir beide hatten einen guten Nachmittag. Wir haben zusammen Tee getrunken. Es kam darauf an, ihr den Schock zu nehmen. Ein bisschen ist uns das gelungen, nicht? Ich habe ihr gesagt, dass sie sich jederzeit an mich wenden kann, wenn sie in Schwierigkeiten ist oder irgendwelche Probleme hat. Das Taxi ist schon bestellt, das sie nach Hause bringen soll. Kein Taxi. Wir bringen Sie nach Hause. Wir wollten Sie nicht mit mir sprechen? Oh, natürlich. Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Vielleicht etwas später, heute Abend oder morgen. Wie Sie wollen. Aber vielleicht darf ich fragen, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Über Ihre Familie, ganz allgemein. Worüber hat denn Frau Aspel mit Ihnen gesprochen heute Nachmittag? Über alles Mögliche. Erinnern Sie sich an bestimmte Fragen, die sie gestellt hat? Nein. Wir haben beide überlegt, wer der Mörder ist. Ja, wie denn? In welcher Weise? Wir sind alles durchgegangen, was passiert ist in den letzten Tagen. Sie hat gefragt und ich habe ihr alles gesagt, was ich weiß. Wollte sie etwas Besonderes wissen? Besonderes? Nein. Jetzt erst. Ich habe mich gar nicht runtergetraut. Hast du Hunger? Willst du was trinken? Weißt du Bescheid? Ja, ja, ich habe alles gehört. Ich weiß, was passiert ist. Warum bist du denn nicht gleich gekommen? Soll ich Kaffee machen? Mineralwasser. Mineralwasser. Habe ich nicht, aber ich hol's. Nein, ich trinke Leitungswasser. Frau Weid, ich möchte gerne noch mal auf unser Gespräch im Auto zurückkommen. Hat Frau Asme Ihnen Fragen gestellt, die Ihre Schwiegertochter betreffen? Ja. Na, erzählen Sie doch mal. Sie wollte wissen, ob ich sie kenne. Und was Robert über sie erzählt hat. Hm. Vielleicht dachte sie, ihre Schwiegertochter ist es gewesen. Ja. Tja, nun ist ja die Erne wieder da, ne? Ja. Sind Sie jetzt glücklich? Ja. Nein.
sag mal, was ist denn mit der Schwiegertochter? Könntest du ein Motiv gehabt haben? Asmi hat sie aus dem Haus geworfen. Innerhalb einer Minute. Komm. So, ich will mich schwimmen. Guten Morgen, Frau Asmi. Ach, Sie sind's. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, ich habe meine Enkelin bei mir. Komm. So, meine Marita. Guten Tag, Marita. Guten Tag. Ist ein reizendes Kind. Das ist meine einzige Freude, meine größte. Im Alter muss man mit den Stunden geizen. Wilma, Sie passen auf, ja. Worüber wollen Sie denn mit mir reden? Über Ihren Sohn. Er ist tot. Ist er noch interessant für Sie? Oh ja, sehr. Also, mein Mann hinterließ ihm eine gutgehende Fabrik. Cremes, Gesichtswässer, Parfums. Mein Mann war Chemiker. Oh, bitte setzen Sie sich. Danke. Er besaß Patente und mein Sohn hat diese Fabrik sehr bald verkauft an einen amerikanischen Konzern mit Haut und Haaren. Warum hat er verkauft? Vielleicht war er die Cremes und die Parfums leid. Alles, was mein Mann herstellte, wurde bei uns zu Hause ausprobiert. Er cremte uns ein, er parfümierte uns und er fragte uns aus. Die ganze Kindheit meines Sohns stand in der Duftwolke der Fabrik seines Vaters. Vielleicht war es das, was ihn dazu bewog, den ganzen Kram zu verkaufen. In seinem Badezimmer werden Sie keine einzige Cremedose finden. Verständlich. Er war 29 Jahre alt, als er Millionen kassierte. Und nichts mehr arbeitete, nichts mehr tat. Er schuf sich sein Paradies. War es ein Paradies? Bewegungslosigkeit, nichts tun? Ist doch schauerlich zu glauben, dass man Aufgaben und Pflichten aus seinem Leben entfernen müsse, um sein Glück zu vergrößern. Ein so junger Mensch, der nach und nach alles ablegte. Alle Möglichkeiten, etwas zu tun. Ablegte, weil er sie nicht mehr zu nützen verstand. Er wurde hilflos. Und aus dieser Hilflosigkeit hat er auch die Mädchen kommen lassen. Ein ganz armer Junge. Ihm haben auch die Mädchen nicht mehr geholfen. Auch seine Frau nicht? Nein, auch sie nicht. Wo ist denn Ihre Schwiegertochter jetzt? Wollen Sie sie sprechen? Warum? Wozu? Ich habe Ihnen alles gesagt, was über meinen Sohn zu sagen ist. Sie kann Ihnen nicht mehr sagen. Es ist eine fabelhafte Frau, meine Schwiegertochter. Eine Frau, die immer auf dem Boden der Tatsachen steht. Nein, sie ist nicht zu Hause. Sie ist im Haus meines Sohnes. Es muss sich ja jemand drum kümmern. Ja, besten Dank, das hilft uns weiter. Gute Nachricht, Stefan. Die Nummer der Mordwaffe ist bekannt. Ah, was? Ja, steht auf einer Liste, die Polizei in Innsbruck gefunden hat. 6 Pistolen wurden von Innsbruck nach München geschmuggelt. Leider weiß man nicht, wer sie gekauft hat. Sind dann irgendwo in Schwabing versickert. Wann war denn das? Vor einem halben Jahr. Ich gehe der Sache nach. Mhm. Was hat denn der Besuch bei der alten Dame ergeben? Sie lässt an ihrem Sohn kein gutes Haar. Bei allem Reichtum war ein armer Hund. Und die junge Frau Asmi? Du weißt, sie vertrete den Standpunkt, dass ein Täter, der einen Mord begeht, den noch aushalten muss. Er braucht dazu eine ganz bestimmte Konstitution. Sie hätte sie. Aber die Erkenntnis macht dich nicht besonders glücklich. Nee. Ich muss noch mal los. Ach, Sie sind es wieder. Also, wenn ich Sie störe, dann gehe ich gleich wieder. Nein. Bleiben Sie nur. Danke. Das Wasser. Was machst du? Kaffee. Da steht doch Kaffee. Habe ich was gemacht? Na, geht's Ihnen besser heute? Ja. Ich war ziemlich erledigt gestern. Da. Ziemlich. Hast du eine Zigarette? Nein, ich habe keine. Ich hol welche. Ich habe kein Geld. Warte.
Warte, ich hab. So, hier. Darf ich das nehmen? Wenn es dir geht. Ich bin gleich wieder da. Ihr Bruder liebt Sie sehr. Er hat ja sonst niemanden. Trinken Sie einen Kaffee mit? Oh ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Er muss sich sehr einsam gefühlt haben hier ohne Sie. Ich habe jeden Tag angerufen. Danke. Milch, Zucker? Ja, steht ja hier. War mal draußen bei Ihnen? Wer? Wo? Wollen Sie Milch? Ja, bitte. Heinz, meine ich, war mal draußen bei Asmi. Natürlich war er da. Aber Robert wollte niemanden sehen. Danke. Was? Nicht mal Ihren Bruder? Den wollte er schon gar nicht sehen. Hat Ihnen Ihr Bruder nicht leid getan? Wieso? Ja, er ist doch sehr abhängig von Ihnen. Sehr abhängig. Ich bin ja wieder da. Wenn's Benno ist, ich will ihn nicht sehen. Lassen Sie ihn nicht rein. In Ordnung. Was machen Sie denn hier? Wieso lassen Sie mich nicht rein? Ernie will Sie nicht sehen. Aber ich... Wiedersehen. Vielen Dank für den Kaffee. Steigen Sie ein. Darf man nicht fragen, wohin es geht? Doch, wir machen eine kleine Probefahrt. So, wir fahren jetzt zu Asmis Haus. Den Weg kennen Sie ja. Sie sagen mir ganz einfach, wie ich fahren soll. Die Zeit ist gestoppt. Na schön, wie Sie wollen. Wie schnell sind Sie gefahren? Etwas schneller schon. Also doch schneller als erlaubt, ne? Ja und? Fahren Sie ruhig zu. Sie müssen mir nur sagen, wie Sie gefahren sind. Ja, noch eine Weile geradeaus. Ist er von hier aus erschossen worden? Was sehen Sie mich so an? Wir haben 20 Minuten mehr gebraucht. Der Mann, ist das der Mörder? Nein, das ist nicht der Mörder. Aber ich hätte es gern getan. Ich hätte ihn gern erschossen. Ich hätte es gern getan. Natürlich hätte ich es gern getan. Was macht die Ernie? Sie hat sich ein paar Anzeigen rausgeschnitten. Will sich vorstellen. Blusenfabrik? Nee, da will sie nicht mehr hin. Hast du Zeit für einen Spaziergang? Ja, natürlich. Hier habe ich auch manchmal Glück gehabt. Bei den Arbeitern. Den habe ich ihre Brotzeit geholt. Die haben mich dann mitessen lassen. Wenn der Vorarbeiter nicht da war, wenn der mich gesehen hat, dann musste ich gehen. Gehen! Abhauen! Der mochte mich nicht. Wieso nicht, warum? Sag mal, der Junge hat ja ein Geständnis abgelegt. Ich habe ihn noch nicht gefragt, ob er der Täter ist. Ja, warum denn nicht? Ich möchte nicht, dass es ist. Sag mal, Stefan, es ist geklärt, wer die Pistole nach München gebracht hat. Das wollte ich dir nur sagen. Und ein Mann, der in Stadler im Einsitz, hat die Mordwaffe an einen Kellner weitergegeben. An einen Kellner gegeben? Ja, zum Weiterverkauf. Wo ist der Kellner? Der wollte ich ja eben hin. Wo setzen wir uns hin? Herr Fogliato? Ja? Kann ich Sie mal sprechen? Ja, um was geht's bitte? Kriminalpolizei. Was wollen Sie denn von mir? Können wir irgendwo ungestört reden? Ja, wenn sein muss. Kommen Sie bitte. Sie haben von einem Mann, der im Gefängnis sitzt, eine Waffe bekommen. Zum Weiterverkauf. Diese hier. Ich verstehe gar nicht, was... Ja, wollen Sie, dass ich Sie dem Mann gegenüberstelle? Sie haben gar keine Chance, also machen Sie keine Ausflüchte. Haben Sie die Waffe weiterverkauft, ja oder nein? Ich rate Ihnen zu antworten, weil mit dieser Waffe ist ein Mord verübt worden. Also? Haben Sie die Waffe weiterverkauft? Oder haben Sie sie selber benutzt? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein. Ich bin ja mit einem Gast hier bei uns ins Gespräch gekommen. Vorige Woche war das, ja? Und der fragte mich, ob ich nicht wusste, wo man sich einen Schäferhund kaufen kann. Ein Schäferhund. Der hatte Angst. Der fühlte sich in sein Haus bedroht und das war ja andauernd jemand, der um das Haus herumgeschlichen ist, ja?
Und dann habe ich Ihnen gesagt, warum kaufen Sie sich nicht eine Pistole? Und die konnte er von Ihnen kriegen. Hat er sie gekauft? Ja. Das hat er mit einem Scheck bezahlt. Der Name? Weiß ich nicht mehr so. Asmi? Asmi, ja, so ist es, richtig. Asmi. Asmi wurde mit seiner eigenen Pistole erschossen. Stefan! Warum hierher? Entschuldigen Sie bitte, aber es geht um die Rekonstruktion der Vorgänge. Sie waren mit Asmi zusammen in der Sauna. Sie zogen die Bademäntel an. Wo hatte Asmi seine Pistole? In seinem Schlafzimmer. Wussten Sie, wo Asmi seine Pistole hat? Ach, hier war sie. Was hat Asmi hier zu Ihnen gesagt? Er sagte zu Ihnen, hau ab. Ich will dich nicht mehr sehen, pack deine Sachen. Verschwinde raus aus meinem Haus und zwar sofort. Sie wussten, wo die Pistole war. Sie waren zutiefst verletzt. Sie nahmen die Pistole an sich und sie folgten Asmi nach draußen. War es so? Sie war es. Sie hat es mir ja gesagt.